Im Laboratorium des Druiden musste der Hexer präparierte Tiere besiegen, um eine Türe aufzukriegen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt Part 112. Ja, es soll wohl lustig ausgesehen haben, meinte Yennefer, denn irgendwas hat uns hier unter Drogen gesetzt. Die Druiden sind ja dafür Fachleute. Na, die kennen sich ja mit allerlei Pflanzen und Getier aus. Und ja, so, Yennefer haben wir erstmal auf den neuesten Stand gebracht, was Ciri angeht. Und die soll ja auch hier auf den Skellige Inseln vorbeigekommen sein. Denn hier ist es zu einer magischen Anomalie gekommen, zu einer Explosion, die wohl einen Großteil des hiesigen Waldes so ein bisschen vernichtet hat. So ein bisschen ist gut. Ja, aber der Droide hier, bei dem wir jetzt sind, dem Mäussack, der lässt uns nichts in das Gebiet oder ließ auch Yennefer nicht dahin, weil sie eine kleine Meinungsverschiedenheit hatte mit ihm. Naja, gucken wir mal, was wir hier noch herausfinden werden. Schließe die Tür. Wir wollen ja keinen Okay. Verdacht erregen. Ja, mach das mal. Magisch sogar. Das Wunderbar. Labor unseres Druiden. Lass es uns Ja. gründlich durchsuchen. Die Maske von Ouroboros Jetzt muss so. hier irgendwo sein. Ja, sie sucht jetzt diese Maske. Also was sie genau damit möchte, Die weiß ich noch nicht wunderbare Welt der 100%. Insektoiden. Ritualpflanzen. Oh Ach, oh. was sagt man dazu? Oh, die sieht so Raymond cool aus. Marlöw, eine erweiterte Biografie. Aufnehmen. Ja, drüben da aufnehmen. Ah, hier ist auf jeden Fall was Wichtiges. Ein Zapfen. Zapfen? Hätte ich nicht erwartet. Er ist riesig und weiblich. Riesig und weiblich, ja. Ein Und Schädel. Kinderschädel. Okay. Das denn Excalibur oder was? Sehr geil. Ein Schwert in einem Stein. Das Ding fleht mich an, es rauszuziehen. Tja, aber du bist nicht würdig. Du bist kein Es König. steckt nicht im Stein, Ja. siehst du das nicht? Es steckt nur in einem Schraubstock. Vielleicht ist es gut. Ein gutes Schwert. Naja, wer weiß. Das sieht auf jeden Fall cool aus, aber die Schwerter, die gut aussehen, müssen ja nicht zwangsläufig gut sein. Die weiße Kette. Ein Okay. Labor, das eines kaiserlichen Alchemisten würdig wäre. No. Aha, die Leiche von Es scheint leichte Novigrad. Kost zu mögen. Die Leiche von Novigrad, von Sascha Haley. Mich. Zwergischer Dreifachmet. Hier noch? Hier noch irgendwas rot markiert? Ja. Aber das Buch war doch nicht so unwichtig. Der wilden Jagd. Märchen der Skelliger über die wilde Jagd. Die Inselbewohner glauben, dass die Geister auf einem Langschiff segeln, das aus Nägeln der Toten besteht. Oho. Wäre denkbar, ne? Mäussachs Ein Brief von Korrespondenz. Mäussachs Okay. Siegel an die Druiden. Er warnt sie vor dir, diese dreiste Manipulantin. Schamloser Intrigant. So, okay, hier ist auf jeden Fall noch eine Tür. Moment, hier ist. Mäussachs starb. Er gehört zu den wenigen Druiden, die einen benutzen. Damit kann er bestimmt auch gut kämpfen. Der Denkende. Sieht aus, als würde Mäussack etwas in die Hand der Statue legen. Ein Tanzzapfen? Welcher Met? Also eher ein Tanzzapfen, ne? Beim Druiden ist das doch durchaus passend. Oder für Problem einen ist mit dem Druiden. Tannenzapfen. Ja. Nö. Nichts. Das ist doch Miet, oder was? Na gut, dann halt mit dem Schädel. Vielleicht ist es ein So, besonderer liebe Schädel. Statue, wie wäre es mit einem Schädel?
Also muss auf jeden Fall das richtige Gewicht haben. Auch nichts. Du siehst doch nicht nach einem nachdenklichen Prinzen aus. Nee. Doch ein Säufer. Bechamed. Irgendwas muss es ja sein. Bechamed. Statue oder nicht. Jeder hat mal Durst. Na, jetzt kam auf jeden Fall ein Geräusch. Scheint zu passen. Wer hätte das Na, gedacht? Also. Moissac liebt Späße auf Kosten anderer. Ich habe den leisen Verdacht, dass wir die Maske hier finden. Bestimmt. Ja. Genau, geh mal vor. Okay, das haben wir schon angesehen. Geralt, komm her. Ich habe die Maske gefunden. Oh oh, aber da ist auch jemand, der diese Maske beschützt. Och nee. Jetzt kommt es zum wahren Kampf. Endlich. Das ist ein Golem. Die schwebt so. Aha. Unheil schon in der Luft. Diese Maske. Die sieht doch nicht gerade nett aus. Wir haben sie. Wir müssen schnell zum Fest zurück, bevor... Oh, der Golem uns angreift. Zu spät. Oh je, hoffentlich ist sie auch eine gute Kämpferin. Eine Falle. Ach, das ist ja ein Genius hier. Ey, das hält ganz gut aus. Den versuche ich mal umzuwerfen. Eine Druckwelle. Wow, geile Lichteffekte. Ui, okay. Warte, wenn der uns trifft, dann ist die halbe Lebensenergie weg. Warum kann ich den nicht realisieren? Noch eine kurze Zeit habe ich dann, ein kurzes Zeitfenster, um ihn anzugreifen. Aber sehr kurz in der Tat. Aber man schafft es relativ entspannt. Na wohl. Oh oh. Rechtzeitig ausgewichen. Oh, das war er schon. Geil. Oh, versteinert er jetzt? Geralt, hast du das gehört? Hört sich nach Gift an. Gas, das Gitter ist noch zu. Wir müssen uns was einfallen lassen. Oh nee, oder? Sieh dich um und finde einen Ausgang aus der Falle, einen Ausweg aus der Falle. Scheibenkleister. Hier ist aber nichts. Der verdammte Droide vergiftet uns. Diese Dämpfe sind tödlich. Wir haben nur ein paar Minuten. Teleportiere uns hier weg. Denk dir was aus. Schnell. Was immer dir einfällt. Hat er doch gerade gesagt. Teleportieren. Wir werden ersticken. Verdammt, ich will dich küssen, Jan. Nee. Halt dich an mir fest. Ja. Na also. Halb so dramatisch. Wir beamen uns einfach raus. Direkt zum Fest. Was sind mal Biom? Na, ich sag's ja. Inmitten der feiernden Meute. Wunderbar. Wir sind gerettet, eine Knappe. Nichts zeugt von mehr Mut als der Kampf gegen eine von Menschen und Göttern verfluchte Bestie. Es gibt nichts Größeres als den Dienst für die Göttin. Ungewöhnlich schöne Worte. Danke. Wir nehmen sie uns zu Herzen. Und nun fangen wir an. Wir haben Bran ins Jenseits geleitet und müssen nun seinen Nachfolger wählen. Ein König ist weise. Ein König verbreitet Respekt. Ein König hat Eier. Wir haben viele solcher Männer. Mögen jene vortreten, die sich für würdig erachten, Skelliges Thron zu besteigen. Thank you.
Mein Sohn kann heute nicht hier sein. Aber seht seine Axt. Seht seinen Willen. Möge der Beste oder die Beste gewinnen. Was ist nur in sie gefahren? Sie ist deine Tochter, oder etwa nicht? Jetzt verstehe ich, warum sie nach Speaker hoch wollte. Ach, Kinder. Jedes Jahr bereiten sie alle mehr Probleme. Kommt mit. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt reden. Geralt, wie war es, als Ciri langsam zu einer Frau heranwuchs? Ich erinnere mich gut an ihre Großmutter, ihre Mutter, wie sie war. Es heißt doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ciri war nicht zu bändigen. Sie ließ sich nichts vorschreiben. Machte alles so, wie sie es wollte. Fast immer. Warum fragst du? Einfach so. Sie und Ceres sind fast gleich alt. Aber über meine Kinder sprechen wir später. Erstmal geht es um deins. Yennefer behauptet, dass Ciri in Schwierigkeiten steckt und ihr sie sucht. Das stimmt. Wenn ich euch helfen kann, mit Gold, Schiffen oder was auch immer, dann sagt's mir. Ich gebe euch, was ich kann. Und ich weiß, dass das Mädel lebt. Wenn das Blut von Rhiannons Töchtern vergossen wird, sind die Meere weiß vor Zorn. So einen Sturm hätte ich bemerkt. Ich brauche deine Hilfe bei Maisak, oh ja. Wir wissen, wo Ciri gewesen sein könnte. Ja, ich spreche ihn mal direkt drauf an. Wir brauchen deine Hilfe. Ciri ist vermutlich hierher nach Skellige gekommen. Und hat wahrscheinlich den Kataklysmus an der Küste verursacht, auf den die Droiden sich jetzt so konzentrieren. Moissac lässt uns den Schauplatz nicht erkunden. Vor allem mich nicht. Wir haben gekämpft. Wir sind keine Freunde mehr. Mach dir um ihn keine Sorgen. Druiden vertrauen Magier nicht. Aber Moissac hat sein Herz am rechten Fleck. Ich nehme an, er weiß nicht, dass ihr Ciri sucht. Das geht ihn nichts an. Hab ich mir gedacht. Jedenfalls ist Arzkellig meine Insel und ihr habt meine Erlaubnisse zu erforschen, wie ihr nur wollt. Na, zum Glück ist das auch gleichzeitig die größte Insel hier. Danke. Muss ich mit ihm reden? Oh, ich frage mich, ob ich mit Moissac reden sollte. Überlasst das mir. Geht ihr nach eurer Cirilla suchen. Wenn ihr etwas zugestoßen wäre, hier auf Arzkellig, unter meiner Aufsicht, dann würde ich mir das nie verzeihen. Danke. Das ist nicht nötig. Ich habe einst einen Schwur geleistet. Den möchte ich halten. Schön. Arnwald! Sag dem Druiden, dass ich ihn sprechen muss. Am üblichen Treffen. Am üblichen Treffen. Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Diesmal geht es um meine Kinder. Erinnerst du dich an Hjalmar? Er hat geschworen, den Riesen von Undvik zu töten. Er ist losgezogen und noch nicht zurückgekehrt. Oh. Während Ceres ihr eigenes Abenteuer angekündigt hat. Sie hat die fixe Idee, dass Udalric nicht verrückt, sondern verflucht ist. Das könnte gut sein. Ich dachte, alle Riesen wären längst tot. Ceres möchte Udalrics Fluch brechen. Möchtest du mich selbst... Möchtest du nicht selbst König werden? Ja, eigentlich auch mal. Aber ja, fühlt sich scheinbar schon zu alt. Keine Ahnung. Vielleicht den Fluch brechen, genau. Ich nehme an, Ceres will den Fluch brechen. Es gibt keinen Fluch. Ceres möchte Hjalmar nacheifern und eine Tat begehen, die einer Königin würdig ist. Denkst du, dass ihr meine Hilfe braucht?
Du wolltest mich darum bitten. Warum? Die Sache ist die... Ich traue Udalric nicht weiter, als ich spucken kann. Zerris hört weder auf mich noch auf ihren Bruder. Doch wenn ihr ein Experte erklärt, dass sie sich irrt, wird sie vielleicht einsichtig. Also, ja, ich bitte dich darum, ihr die Sache zu erklären und sie zurückzuholen. Okay, ich dachte, alle Riesen wären längst tot. Riesen? Die sind doch schon längst ausgestorben. Hat wirklich jemand einen Riesen auf Undweg gesehen? Ja, viele der Flüchtlinge. Der Riese hat alle von der Insel vertrieben. Ich habe die Überlebenden des Tordaroch-Clans hier auf Arzkellig aufgenommen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auf Undweg ein unnatürlicher Frost herrschte, bevor der Riese kam. Das stimmt. Hjalmar wollte den Riesen töten, um die Insel wieder ihren Bewohnern zurückzugeben. Eine Tat, die eines Königs würdig ist, so glaubt er. Mein Sohn hat in Neuhafen einen ordentlichen Trupp zusammengestellt. Sie wollten nach Undweg segeln und von dort zum Dorf Urska ziehen. Aber so viele Männer hätten den Riesen doch schon längst erledigt haben müssen. Deshalb wollte ich dich bitten. Du solltest in Neuhafen anfangen und dich da umhören. Vielleicht hat Hjalmar seine Pläne da jemandem mitgeteilt. Das könnte gut sein. Ich helfe deinen Kindern. Ach ja, möchtest du nicht selbst König werden? Ich frage mich, hast du keine eigenen Pläne für die Krone? Ich denke, dass dich viele Jarls unterstützen würden. Viele? Der Widerstand wäre heftig und erbittert. Lugos der Irre würde eher eine Nilfgaarde auf dem Thron sehen wollen. Oh. Außerdem muss ein Mann wissen, wann er zur Seite treten und der Jugend das Ruder überlassen sollte. Stimmt. Ich helfe den Kindern auf jeden Fall. Wenn Hjalmar oder Zerris Hilfe brauchen, werde ich ihnen helfen. Ich danke dir. Da jetzt alles besprochen ist, sollten wir anfangen. Wir müssen herausfinden, ob Ciri noch immer auf Arzkellig ist. Ich mache mich reisefertig und komme dann zu dir. Fahr nach Süden. Die Anomalie, die wir untersuchen sollen, hat einen Teil des Waldes am Ufer der Bucht zerstört. Es war wirklich ein sehr erfolgreiches Festkrach. Wir sehen uns später. Schwupp. Praktisch. Dieser Art der Fortbewegung. Und Stufe 18. Oh, wie cool. Sehr geil. Jetzt können wir auch bald neue Fähigkeiten lernen. Ich glaube, ich brauche dafür 10 Punkte. Genau, das haben wir abgeschlossen. Okay. Echo der Vergangenheit. Wow, ist das ein geiler Ausblick hier. Auftrag, das Phantom von... neue Quest. Dem Phantom ist schon mal der Riese gemeint, oder? Wie soll ich das sehen? Am Ort des magischen Kataklysmus. Also gehen wir der Hauptstory direkt nach oder machen wir erst ein paar Nebenquests? Tja, Leute, da bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Ich kann ja erstmal gucken, wie viel, welche Stufe ich da benötige. Also erstmal, genau, das ist die Hauptquest. Finde heraus, ob sie sich in Scan. Also gut, das ist allgemein, ne? Klar. Ich meine, dem gehen wir ja sowieso jetzt nach mit der Quest hier. Nebenquest. Familienklinge. Such beim Obelisken nach einem Diebeslager. Ach, das gehört alles zu Skellige. Ja, es ist auch gesondert markiert. Das ist natürlich sehr geil. Liebling der Götter. Frage Udalric, wo Ciris ist. Sorge sprach aus Krachs Stimme. Und noch etwas. Stolz. Der Jarl hatte Geralt bei Brans Totenfeier zur Seite gezogen, um seinen Sorgen hinsichtlich seiner Tochter Ciris Ausdruck zu verleihen. Sie war nach Spiekeroog gesegelt, um die seltsame Krankheit des Jarls Udalric zu heilen. Eine gefährliche Mission. Weniger gefährlich mit der Unterstützung eines Hexers. Geralt sah seinen alten Freund lange an und traf dann eine Entscheidung. Ja, dass wir den Kindern helfen, ne? Das ist auf jeden Fall... Fliegende Fäuste, oh, dafür sind wir auf jeden Fall noch zu schwach. Hierfür leider auch. Ja, da sind wir noch wesentlich zu schwach.
Aber wir nähern uns so langsam, ne, diesen hochstufigen Aufträgen, die wir dann endlich wahrnehmen können und auch ihm hier helfen können, dem Schmied mit seinen Knödeln, der jetzt dazu verdammt ist, Knödelkoch zu sein. Ja, naja. Ja, dann würde ich mal sagen. Na gut, das hängt ja alles so ein bisschen. Nee, das ist was anderes. Da würden wir dem Jalmar helfen, genau. Der Herr von Undvik. Komische Orte, das hier. Ja. Ja, dann würde ich ja sagen. Was mache ich, Leute? Ich bin in einem Schuss. Ja, gehen wir erstmal zum. Helfen wir erstmal der Series. Na, okay. Haben wir da schon irgendwie. Eine Markierung haben wir auf jeden Fall. Nur, aha, da ist ein Wegweiser. Da ist unser Gaul. Gut. Oh Gott. Wo ist denn das? ja, auf einer anderen Insel natürlich. Genau. Da. Da müssen wir hin. Segeln. Eiderdos. Die trainieren hier schon mal. Okay, jetzt muss ich erst mal sehen, wie ich hier rauskomme aus der Festung. So. Ja, nee, dann würde ich schon sagen, dass ich beim nächsten Mal, und das werden wir diesmal nicht, ach, hier ist so eine Rüstungsschmiede und alles. Sehr geil. Und hier kommen wir jetzt raus. Wie viel Geld habe ich denn noch, Leute? Ich muss mal gucken. Achso, da steht es ja 5000 noch was. Na, immerhin. vielleicht sollte ich vorher meine Waffen, ja. Also wenn es irgendwie geht. Da würde ich hier schon ganz gerne meine Waffen reparieren lassen. Das ist ein Rüstungsschmied, leider. Und das ist der Waffenschmied, ne? Das war super, aber der haut hier wieder unentwegt auf seinen Amboss. Genau, das Problem hatte ich schon mal. Dass die dann nicht mit einem reden wollen. Ah, doch, er steht mal auf. Mensch, cool. Aber er will trotzdem nicht mit mir reden. Arg! Ist doch wohl nicht euer Ernst. Nee, der will nicht mit uns sprechen. Also er ist nicht ansprechbar für uns, leider. Hm. Na, ist egal. Jetzt bricht hier gerade ein Unwetter aus. Nee, Leute, dann würde ich mal sagen, helfen wir dann beim nächsten Mal der Ciris und ja, angeblich soll er einen Fluch haben, der Jarl Uldalrik, ne? Und, aber Krach hält das für Quatsch. Ja, der meint, sie würde in eine Falle rennen und in ihr Unglück damit und wir sind daran, das zu verhindern. Also denn, Leute, falls euch das Video gefallen hat, ja, das stimmt, verdammt. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da und wenn alles gut geht, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye, ciao ciao, euer Chuck. Lasst es euch gut gehen.